Herzinsuffizienz hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Häufigste Ursache sind Herzinfarkte. Zweithäufigste Ursache ist ein langjähriger Bluthochdruck. Es gibt dann aber auch noch sehr interessante, ganz seltene Ursachen, wie zum Beispiel eine Erkrankung mit Ablagerung von Amyloid im Herzen, mit der wir uns gerade intensiv beschäftigen. Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die der Patient leider alltäglich und stark spürt. Er hat Luftnot unter Belastung, kommt die Treppe nicht mehr hoch, teilweise so stark, dass er sich nicht mehr selber versorgen kann. Und das ist gerade für ältere Patienten, das sind die häufigsten Patienten, die wir da sehen, ganz frappierender Einschnitt in seinem Leben. Das Spannende an der Herzinsuffizienz ist, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren eine Vielzahl von neuen Therapiemöglichkeiten zur Verfügung bekommen haben. Das sind neue Medikamente, das sind Schrittmacher und andere Devices. Und das sind Prozeduren am Herzen, die wir per Katheter von der Leiste aus durchführen können, die Luftnot mindern oder im besten Fall sogar völlig zum Verschwinden bringen und damit unseren Patienten wieder erlauben, selbstständig ohne Luftnot durch den Alltag zu gehen.